Moin Moin, wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben bei Planet Alpha. Und zwar bei diesen Anti-Gravitations-Dingsbomben. Da springen wir mal rein. Okay. Hier können wir mich verdammt geil springen. Und die machen auch wirklich Spaß hier. Oh. In die Richtung geht's aber. Passen, aber Spaß. Ah, schon ganz witzig. Diese kleinen Einlagen. Auch so ein bisschen warten. Weg jetzt, damit wir da hoch können. Den wahrscheinlich auch. Die Richtung? Wahrscheinlich hier mit weiter, ne? Würde ich mal behaupten, ich weiß es nicht. Okay. Hätte ich jetzt gedacht. Hinten ging es aber nicht weiter, oder? Doch, jetzt weiß ich wieder warum. Ich muss es mit Schwung nehmen, warte. Genau. Shit. Vielleicht nochmal nehmen, wenn das zurückkommt. Hoffentlich kommt es zurück. Also. Witzig. Macht schon Laune, Achtung. Okay, das war aber eher ein Zufallsspringen von mir, weil ich gar nicht wusste, wo es hingeht. Okay. Okay, das war's. War diesmal aber ein kleiner Exkurs, oder? Guck, wenn uns schneller gewesen wäre, was? Bald rein wieder. Achso. Hier ist ein bisschen Hide and Seek. Ein bisschen verstecken. Oder auf welche Seite der kommt. Auf der Seite dürfte er mich ja nicht entdecken. Machen.
Ah, okay, jetzt weiß ich. Ah, natürlich dumm. Jetzt wird natürlich erwischt. Schade. Ach, ey, man muss von oben runterspringen darauf und dann wird es durchgeknackt. Jetzt ist ja schon, wenn man rüber geht. Ah, nochmal. Oh, warte mal, kann der mit den Händen abschießen? Oh. Darf man nicht berühren da. Bin ich sicher. Ach. Oh. Wir müssen, glaube ich, oben bleiben. Hier habe ich durch diese Giftdinger. Weiter oben dürfen wir auch nicht bleiben, ich komme nicht auf. Hier mich auf dem Pilz draufstehen. Ja. Gut ist ja, dass er immer rechtzeitig speichert oder nicht. Perfekt. Muss man echt dieses noch ein Gerüst nutzen, damit man den blockieren kann. Das hat gemacht. Und Falle. Ringe. Naja, der ist auf jeden Fall, da oben ist ein Riesenvieh. Durch? Ein Jahr? Hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also ich glaube, das ist das letzte Runde Let's Play, die ich von diesem Spiel mache. Und dann mache ich eine Zusammenfassung. Das heißt, wir machen die letzte Let's Play-Folge. Wird einfach eine einfache Zusammenfassung sein. Alles, wo wir komplett dabei sind. Wo ihr alles sehen könnt, wo ich die Highlights zusammenfasse. Aber es ist am einfachsten. Ich finde, das ist wirklich so ein bisschen wiederholt sich alles und irgendwie, es passiert ja auch nicht wirklich was. Wie spannend zu wissen, was mit der Geschichte passiert. Aber im Endeffekt
Aber knapp. Der hätte mich fast gescannt, der Typ. Aufpassen. Oh, okay. Sag ich gerade noch ein bisschen aufpassen, dann renne ich genau in die Schusslinie. Okay, da konnte er um die Ecke schießen. Oh! Oh, Mist. Okay, da müssen wir so vorbeischleichen können irgendwie. Oh. Ich bin auch mal zu leicht zu rennen, sinnig. Rennen. Mal verstecken vor dem Spinner. Eigentlich auch runter. Na gut. Was? Aber spinnt. So, ich dachte, ich wäre jetzt gestorben. Aber nicht, ich bin einfach nur in Hades gelandet, in der Unterwelt. Genossen. Das war dumm. Habe ich schon gedacht, als mir gefallen wäre, das war dumm. Nur. Ja. Erstmal wieder nach oben kämpfen, würde ich sagen. Hier ist aber auch irgendwas mich hat. Auf, okay. Mach die wieder zu. Super, genauso will ich es haben. Auf. Okay, da ist ein Roboter. Gut, dass wir hier rübergesprungen sind. Auch ein Roboter. Hier scheinen wir irgendwie in so einer Zentrale von denen zu sein, unter der Erde. Ah! Okay, da aber da hinten den Ventilator angemacht, ne? Machen wir nochmal. Dort dieser Ventilator. Ventilator an. Ah, der hat mich erwischt. Meine Priester. Nein. Oh. Was er da hinten macht, der ist ein Ventilator. So, ich muss das Ding hier hinten hochkommen.
Guck mal, hier liegen ganz viele zerfetzte Viecher. Und sie, wir brauchen eine Energiequelle von denen. Rauskriegen wir sie. Okay. Ah, ich hab nur einen erwischt. Okay, aber das war ja natürlich. Wissen wir natürlich, was wir machen sollen. Locken? Ist da? Hier sind, rüberspringen, die platt machen. Das war ja gar nicht so schwer. Oder soll ich gar nicht weiter? Ich muss in die Richtung. Na gut, dieses Blatt. Hier kann man wieder. Wenn man sich da reinstellt. Okay, jetzt geh noch unten. Ein Fahrstuhl. Hui. Was mich da angehalten hat, bei den ganzen Robotern. Naja, vielleicht überlege ich mir das doch nochmal mit der Zusammenfassung. Irgendwie passiert ja doch gerade recht viel hier. Auf genau. Ah, jetzt geht's raus. Oh, hier. Ach, guck mal. Die forschen. Sammeln sich die ganzen Figuren, die hier leben. Mit denen. Wie wir behaupten. Zentrale. Okay, durch Feuer sollte man nicht laufen. Feuerfest ist mein Anzug also nicht. Schalten wir das Feuer aus, ist die Frage. Kraul da? Mach. Mitnehmen. Brauchen wir, um das aufs Feuer zu legen, würde ich behaupten. Dass die nicht auf den Schirm. Keiner sehen. Was ist er weg? Sehr gut. Oh, es gibt's doch gar nicht. Was ist er weg? Bin ich denn für eigentlich? Ich renne immer drauf los, ne? Aber ich denke, ach komm. Ich will schon nicht sehen, der gute Heini. Hinten schieben? Ich muss auch. Hier, ey. Gut. Mann. Denkt man mal, man kommt jetzt weiter und dann knallt man wieder 30 Kilometer runter. Okay, hier ist ein Förderband. Da hätte ich. Ach, warte, hier. Passt da? Wahrscheinlich schnell laufen.
bringt. Das schon sieht sehr interessant aus hier unten, aber genau hier vor sich geht. Behaupten, sie beuten den Planeten aus. Weiter. Aufpassen, das ist was mit dem Feuer. Ah, das geht nicht. Das gelöst werden. Oder ich muss schon springen, während das Feuer kommt, ne? Ja, okay. So. Oh. Ja, okay. Hinter dem halten. Ja gut. Noch nicht, wo wir sind. Und hier weiter? Ich kann auch hier weitergehen, ne? Und dahin. Hier werden die ganzen Roboter gebaut. Hier geht's nicht weiter, okay. Da kann man schon mal sehen, hier sind die ganzen Ersatzteile und so, ne? Kann ich auch mal einen Roboterarm holen. So, wir fahren den Fahrstuhl runter. Was wir da unten sehen, sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.